Mit vielen kleinen Skills, die sehr, sehr viel gebracht haben, wie wir wissen. Und es war schon cool auf jeden Fall, dass sie da richtig abgerückt hat. Ja, so kleine Feinheiten, ne, die man dann nochmal gerade zieht und dann... Genau, es ist eigentlich wirklich, man muss ein bisschen um die Ecke denken und logisch bleiben mit dem, was man macht im Nail Design und das dann noch gezeigt bekommen, wie der Weg dahin funktioniert und es hat funktioniert und das war, glaube ich, wann war das? 2 Wochen vor der Meisterschaft? Genau, ja, genau. Das war ja alles sehr spontan von dir. Sehr spontan. Ich habe gesagt, ey, Michaela, bitte komm vorbei. Ich werde dir da auf jeden Fall mal ein bisschen unter die Arme greifen und es hat sehr gut funktioniert. Also wir haben echt gejubelt und Party gemacht auf der Messe in Düsseldorf. Ja, mega, ich habe die Bilder gesehen. Ja, aber wie kommst du dazu, eine so krasse Influencerin, die echt schon gut in Nägel ist, nochmal was beizubringen? Sag mal deinen Werdegang so. Du bist ja Weltmeister, ich nehme es mal vorweg. Ja. Genau wie Milena auch, ne? Ja, genau. Es gibt halt verschiedene Kategorien von Meisterschaften oder in verschiedenen Ländern, wo halt wirklich internationale Meisterschaften stattfinden.